Das Leben kann uns sehr zerreißen. Wenn ich sowas höre wie, ich hab sehr viel gemacht in meiner Vergangenheit oder generell, ich war sehr, sehr angetrieben mal und habe irgendwo mein Glauben, meinen Antrieb verloren. Ich verstehe das. Ich verstehe das sehr gut, dass man sein Purpose, sein Antrieb, seinen Willen verlieren kann. Nur, du musst dir klar machen, wie wichtig du dir selbst bist. Du sagst dir vielleicht, ja, ich muss keinem gefallen oder sonst was, aber guck in den Spiegel, gefällst du dir selbst, wenn du keinen Sport tust, wenn du nicht an dir arbeitest, wenn du ungesund dich ernährst. Gefällst du dir selbst wirklich tatsächlich so, wie du bist? Oder sagst du dir jedes Mal, ich muss etwas verändern, ich muss mehr arbeiten? Sei ehrlich zu dir selbst, weil es fängt alles mit dir an. Es fängt alles mit dir an. Jeden Tag, jeden Morgen, du stehst auf, du bist bei dir, du bist mit dir, du hast nur dich. Und wenn du nicht in den Spiegel sehen kannst und sagen kannst, geil, geil, was ich da sehe, dann ist was falsch. Dann ist komplett was falsch. Und so soll es nicht sein. Du sollst dich nicht bemitleiden, bedauern oder bekümmern. Du sollst einfach nur zufrieden sein. Aber wahre Zufriedenheit kommt einfach nur, wenn du die richtigen Dinge tust, wenn du dich gesund ernährst, wenn du NoFap machst, wenn du auf dich achtest, wenn du auf dein Umfeld achtest, wenn du nicht mehr toxische Menschen um dich herum hast, wenn du keinen Narzissten hast, die dir deine Energie ausrauben, wenn du einfach auf dich Wert gibst, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem eigenen Leben. Du bist der Hauptdarsteller von deinem eigenen Movie, wie ich es immer gesagt habe und sagen werde. Du bist dein eigener Hauptdarsteller. Du kreierst den Film. Und so wie der Film momentan ist, muss er nicht die ganze Zeit monoton weiterlaufen. Wenn der Film dir nicht gefällt, schalt den Kanal um. Das heißt, wechsel die Platte, wechsel die CD und mach aus einem Horrorfilm auf einmal eine Liebeskomödie oder generell irgendwas Geiles draus. Ein Anime oder ein Actionfilm. Erschaff dich wieder neu und kreier dich wieder. Anstatt dich hängen zu lassen, dir zu sagen, ja, ich muss keinem gefallen, ich bin gut so wie ich bin. Diese ganzen Lügen, die du dir erzählst. Ich weiß, es ist hart. Ich weiß, Leben ist hart. Leben ist hart. Aber ein hartes Leben ist mir lieber, als die ganze Zeit mir es leicht machen und im Harten zu leben. Lieber mache ich es mir schwer und ernte später die Früchte davon, anstatt nur die vergammelten Früchte vom Boden zu essen. Das ist nicht das, was ich will. Ich will die besten Früchte haben. Und um die besten Früchte zu haben, muss ich die besten Samen haben. Um die besten Samen zu haben, muss ich einfach willig sein, diese Samen herzustellen, zu produzieren, wirklich oder zu kaufen, wirklich Einsatz zu zeigen und diese Samen dann zu setzen und dann diese Früchte, diese Bäume sprießen zu lassen, die mir dann diese guten Früchte geben, anstatt bei jedem anderen zu picken, was kann ich da holen, was kann ich da holen. Verstehst du, was ich meine? Es bringt dich nicht weiter, die ganze Zeit am Boden zu sein und am Boden zu kriechen und nur nach Dreck zu graben und dich von Dreck zu ernähren. Ich weiß, es hört sich jetzt sehr, 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 sehr drastisch und sehr hart an, aber das ist die Realität. Wenn du dich von Dreck ernährst, egal wie und was du dich fütterst, Ernährung meine ich nicht nur das, was du isst. Ernährung ist auch, was du konsumierst, für Musik, was für Musik du hörst, was für Influence du hast generell auf Social Media und was für Fernsehsendungen du guckst, generell alles, Radio und der ganze Scheiß, alles, was dich beeinflusst, kann dich positiv oder negativ beeinflussen. Und wenn du das Ganze für dich nutzt und nicht gegen dich, endlich, und dir sagst, okay,
Ich gucke zu viel TV. Ich muss jetzt mehr Sport machen. TV aus. Sport an. Okay, ich ernähre mich scheiße. Scheiße Ernährung weg. Gesunde Ernährung her. Ich trinke den ganzen Tag Cola. Cola weg. Wasser her. Mach dir ein bisschen Zitrone rein. Dann schmeckt die Scheiße auch nach einem anderen Geschmack, ja. Beispielsweise. Aber du musst an dir arbeiten. Du bist wichtig. Auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du sagst, ja, ich bin zufrieden mit mir selbst und ich brauche niemanden und ich kann alleine sein, alles schön und gut. Nur trotzdem, du stehst jeden Morgen auf und musst dir selbst in die Augen sehen. Musst jeden Morgen in dein Spiegelbild sehen. Und wenn dein Spiegelbild dir nicht gefällt, wenn du ein paar Kilo zu viel hast, ich greife dich nicht an. Ich sag nur, wie es ist. Wenn du irgendwie ein bisschen Übergewicht hast, was auch immer, oder du bist zu dünn und musst mehr essen, oder generell, du hast jeden Tag Rückenschmerzen und weißt, du brauchst Bewegung. Gerade bei Frauen ist das auch so ein Ding mit Rückenschmerzen. Was weiß ich, ich weiß, wie es ist, Rückenschmerzen zu haben und sich nicht zu bewegen. Und dann, wie es ist, wenn ich laufen war, wenn ich trainieren war, wie ich mich dann fühle. Natürlich hat man Muskelkater, aber mir ist Muskelkater lieber, als wenn ich jeden Morgen aufstehe mit Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Gelenkschmerzen, alles, weil ich mich nicht bewegt und gedehnt habe und was weiß ich alles. Deswegen komm ins Machen und hör auf, dich selbst anzulügen. Wie gesagt, ich sag's noch einmal, es ist dein Film. Du kannst entscheiden, wie dein Leben wird. Du kannst entscheiden, wie dein Film wird. Horrorfilm? Liebeskomödie. Horrorfilm? Actionfilm. Was ist dir lieber? Ich hoffe, ich konnte dich motivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Nur das Beste. Weil hart arbeite, sei nicht faul.